liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen kleinen Kanal. Und in erster Linie möchte ich mich heute erstmal bei euch bedanken. Danke für über 100 Abonnenten. Das hätte ich nie gedacht, dass so viele Leute das wirklich mal, dass man das mit so vielen Menschen teilen kann, darf. Weil ich finde das immer super, wenn man so kleine Erfolge und sowas nicht für sich alleine hat, sondern wenn man es mit euch teilen kann. So viel erstmal dazu. Es ist wieder allerhand passiert, auch auf Segment 4 und auch so kleine Digitalumbauten. Und was das denn so in erster Linie ist, auch mit dem digitalen Ansteuern des Elektromagneten, das werde ich euch jetzt zeigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und bis später. So, und da man ja bei einem Elektromagneten kein optisches Signal bekommt, ich führe euch das mal vor, ne, wenn ich jetzt hier drücke, ne, also wenn ich den betätige, dann, warte mal, wie zeige ich euch das jetzt am besten? Dann geht da quasi die kleine Lampe an, die habe ich dann erstmal auf den Ausgang gesetzt, damit ich das sehe. Ne? Wie gesagt, der sitzt jetzt hier drauf. Ne? Und wenn ich den drücke, dann leuchtet quasi die Lampe. Ne? Also der Impuls sollte eigentlich ausreichen zum Entkoppeln. Ne? Also, dann haben wir jetzt hier mal den Testaufbau, ne, mit einem ganz normalen Rocco-Trafo als Speisung. Ne? Ansonsten muss das ja auch so ans Digitalsystem angeschlossen werden, ganz normal. Und dann führt das halt weg. Ne? Habe ich jetzt erstmal nur provisorisch hier nochmal zusammen mit dem Magneten zusammengedockt. Und na halt die beiden Epoche 4 Wagen, die kennt ihr ja nun schon, ne? So, und ja, dann habe ich das heute alles eingerichtet, ne, am Commander. Und werde euch das Ganze jetzt mal vorführen. Ne? Also wenn ich dann hier drauf drücke, dann kann ich hier ganz normal entkoppeln. Ne? Also das funktioniert. Zum Öffnen habe ich eine Blisterverpackung benutzt, da von Fleischmann aus das zugeklebt war, also der Aufsatz, musste ich mir irgendwas einfallen lassen, um den doch irgendwie aufzukriegen. Ja, denn den Innenraum neu lackiert, ne? Also ich habe mir vorher ein Video angeguckt, wie denn so ein ÖBB D-Zero eigentlich aussieht, ne? Von innen, und habe das dann versucht, so gut es geht, halt wieder nachzubilden, ne? Dann die Figuren eingeklebt, Innenbeleuchtung installiert. Ich wollte sie erst indirekt machen, aber das hat leider nicht geklappt, weil die Kondensatoren und alles, die drücken nach oben hin so dermaßen, das ist so eng alles bemessen da drin, das hätte einfach nicht gepasst. Ne? Das war aber noch lange nicht alles. Es folgten auch allerhand Testfahrten, gerade mit dem neuen DeZero. Also der macht schon wirklich Spaß. Auch ein schönes Modell von Fleischmann. Wie gesagt, sie hätten dazu schreiben können, dass bei der Sound-Variante einmal der Sound auch oben verbaut ist im Fahrgastraum. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil du ja eigentlich unten normalerweise auch Platz gehabt hättest für einen Lautsprecher. Da ist aber auch ein Kühlkörper mit dran verbaut, habe ich gesehen, wo ich ihn offen hatte. Also gar nicht so einfach. Dementsprechend habe ich natürlich auch die Platinen jetzt, die Innenbeleuchtungsplatinen mit verlötet, habe die Kondensatoren grau lackiert. Und auch die kleinen Gleichrichter, die drinnen sitzen, ne, dass das alles nicht ganz so auffällt, weil so ein Dunkelblau und diese gelben Kästen oben an der Decke, das wäre sonst doch ganz schön arg aufgefallen. So, des Weiteren hat meine Baureihe 101 nun auch eine Frontbeleuchtung, eine Stirnbeleuchtung erhalten, die auch gar nicht so einfach zu realisieren war. Da, da waren ja vorher Glühbirnchen drin und das musste halt umgerüstet werden, und durch die Lichtleiter ist es halt nicht einfach so machbar, eine SMD einzusetzen und das war's, sondern man muss wirklich vorne eine Nanoplatine einsetzen mit drei Micro-SMDs, die dann einzeln quasi an den Scheinwerfern dahinter angebracht werden, hinter der Blende. Ne? Also es ist zwar ein bisschen hell, aber ich sag mal, einen Widerstand kann ich immer noch nachträglich nachrüsten. Das ist nicht so das Problem. Ich wollte es bloß halt erstmal fertig haben. Ne?
Des Weiteren haben die Arkaden jetzt auch eine SMD-Beleuchtung erhalten. Und wo ich da schon bei war, habe ich gleich gesagt, gut, dann machst du auch den Schattenbahnhof mit fertig. Der hat jetzt auch seine Innenbeleuchtung erhalten, wie ihr auf den Bildern sehen könnt. Und ja, es geht halt gut voran. Ne, dadurch, dass ja alle Testfahrten eigentlich soweit abgeschlossen sind und der Schattenbahnhof auch gut funktioniert, kann ich jetzt halt mit dem Überbauen beginnen. Ich wollte zwar eigentlich erstmal auf Segment 1 weitermachen, aber Segment 4 hat mich im Augenblick einfach ein bisschen gefesselt, da ja auch dieser Weinberg dahin soll. Und ja, das sieht man hier alles gut auf den Bildern schon, auch wie der Baufortschritt vorangegangen ist. Auch, dass die Brücke umgesetzt wurde und die Brückeneinfassungen gemacht wurden. Ne? An beiden auch mal ein paar Impressionen von den beiden Brückenköpfen. Links und rechts verwendet wurde jeweils von noch die Bruchsteinmauern. Und wie das dann wirkt, wenn dann auch mal, ich sag mal, ein Zug davor steht, der schon ein bisschen gealtert ist. Und zu guter Letzt wurde noch der Dom gealtert. Und dazu gab es halt auch noch die Feuerwehr, wo ich dann sowieso mit den SMDs schon dabei war. Der war ursprünglich von Viking und der hat halt noch eine SMD-Beleuchtung auch gekriegt. Ne? Auch mit Einsatzbeleuchtung. Da fehlt mir jetzt bloß noch die entsprechende Blinkelektronik, aber das kann ja später noch kommen. So, das war's dann erstmal mit dem Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet auf meinem kleinen Kanal, wo doch immer irgendwo was passiert, immer was anderes. Aber ansonsten bleibt gesund, ganz wichtig. Und gerade in solch turbulenten Zeiten verliert euren Humor nicht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Zuschauern. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!